Herbert Brandl hat Edelgard Gerngoss und Thomas Baumann zu seiner Ausstellung eingeladen. Mit beiden hat er schon wiederholt gearbeitet. Sie waren auch schon zusammen in anderen Ausstellungen. Und deshalb gibt es auf dem Plakat auch diesen Zusatz: Herbert Brandl features Edelgard Gerngoss und Thomas Baumann. So wie auch Herbert Brandls Ausstellung in und mit der Architektur entwickelt wurde, ist es auch bei Edelgard Gerngoss und bei Thomas Baumann. Es gibt einen sehr starken Bezug zum Gebäude. In Ihrem Fall, das ist eine Arbeit so zwischen Skulptur und Installation. Sie wächst fast aus der Architektur heraus oder vom Boden in die Decke. Sie ist sehr fein, sehr fragil, baut zwar auf ein geometrisches Grundgerüst auf, aber durch den Silberdraht, der ja auch sehr leicht verbiegbar ist und auch Fäden, die eingewoben werden, gestrickte, gehäkelte Teile, wird das Ganze wieder sehr weich und verformt sich. Es ist eine Arbeit, die auch je nach Lichtwinkel sich verändert, manchmal bis zum Verschwinden. Bewegt man sich durch den Raum, bekommt sie wieder eine ganz andere Präsenz. Also auch ähnlich wie in der Ausstellung von Herbert Brandl, wo sich auch die Ausstellung über die Bewegung erschließt und immer wieder unterschiedliche Perspektiven sich ergeben. Thomas Baumann hat eine Arbeit für die BIX entwickelt. Das ist die Kunst- und Medienfassade des Kunsthauses. Seine Arbeit heißt Shapes and Shades. Das ist eine ältere Arbeit, aber er hat sie für die BIX adaptiert. Insofern, als es letztendlich auch mit Herbert Brandl etwas zu tun hat. Also es geht von etwas Analogen der Malerei aus, übersetzt sich aber in etwas Digitales. Und zwar ist es so, dass es eine Art Zeichenmaschine ist, also auch zeichnen kann, aber es wird über Physik und Zufall werden Linien generiert. Und diese Linien, diese Zeichnung, diese sich verändernde Zeichnung läuft auf der BIX und ist jeden Abend sichtbar bei Einbruch der Dunkelheit.